Das ist ein Foto von Harka. Mina liebt ihn sehr. Das ist Harka. Oder besser gesagt, das war er. So. Ich glaube, ich habe noch nicht alles unter die Lupe genommen. Mimi. Ja, ich weiß ja, wo du hin willst. Du willst nämlich hier lang. Wie gesagt, ich kenne den Anfang schon. Deswegen geht es halt am Anfang noch ein bisschen zügiger, mal abgesehen davon, dass ich alles vorlese. Harkas Karte von London. Sehr detailliert. In diesen Artikeln lassen sich sicherlich Hinweise darauf finden, wo sich der Übeltäter versteckt hält. Ja, ich muss jetzt nämlich herausfinden, wo der Übeltäter sein Haus hat, sozusagen. Das Problem ist folgendes. Wenn ich etwas vorlese, kenne ich den Inhalt nicht. Also, wenn ich vorlese, ist das für mich immer so ein bisschen komisch. St. George Kirche. Kathedrale. Ich muss mich gerade mal ein bisschen zurechtfinden. Wo war nochmal diese komische Prostituierte? Ich muss das einfach gucken. Tottenham Court und Euston Road. Tottenham Court. Ich war nie in London. Hier irgendwo. Von hier? Achso, ich muss ja den Stift nehmen, sonst geht's ja nicht. Das ist die Stelle, wo McAllister unter einer Wagenauffahrt gefunden wurde. Genau, und dann... Das ist die Stelle, wo McAllister unter einer Wagenauffahrt gefunden wurde. Und das ist die Richtung, die der Angreifer auf seiner Flucht eingeschlagen hat. Yay! Guti. Gucken wir mal ins nächste. Also dieses Spiel ist wirklich, man muss mit den Informationen, die man bekommt, Sachen herausfinden. Also das ist wirklich nicht ohne. Es gibt teilweise richtig schwere Dinge. So, was haben wir hier? Die war in der St. George Kirche. Kirche. Okay. Victoria Station. Also die war hier. Victoria Station. Wo ist die Victoria Station? Ist hier anscheinend. Das ist der Ort, wo die junge, fromme Frau angegriffen wurde von diesem Dämon. Und das ist die Richtung, die der Angreifer auf seiner Flucht eingeschlagen hat. Ja, Mensch, ich bin ja auch intelligent, ne? Gut, was haben wir hier? Dieser Pub bei der South Rock Bridge. Irgendwo da. Tate Art Gallery. Brücke. Also von hier. Wo ist die Galerie? Hier ist die. Hier wurde der leblose Körper von Jennys jüngerer Schwester entdeckt. Und das ist die Richtung, die der Angreifer auf seiner Flucht eingeschlagen hat. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Und zwar das hier. New Kent Road Station. National Gallery. New Kent Road Station. Ja, wo ist sie denn? Hier ist sie. Hier ist das Haus der Malfoys. Hat er gerade Malfoys gesagt? Ich habe das gerade verstanden. Und das ist die Richtung, die der Angreifer auf seiner Flucht eingeschlagen hat. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt noch was, was wir... Nee, anscheinend ist das alles und nur... Alle diese Wege laufen an einem Punkt zusammen. Herrenhaus Godalming, neben dem Bloomsbury-Friedhof. Ich muss dort so schnell wie möglich hin, solange es noch Tag ist. Der Park und Mina müssen wohl warten. Gut. Die Fluchtwege des Angreifers nach jeder seiner Taten scheinen sich an einem Punkt zu kreuzen. Das Herrenhaus Godalming beim Bloomsbury-Friedhof. Friedhof, nicht Friedhof.
Dort hat der Dämon ohne Zweifel seinen Unterschlupf. Ich muss ihn ausfindig machen und zerstören. Die Stunde der Wahrheit naht. Mein liebes Kind, mir entfiel, dass ich andernorts in London dringend etwas zu erledigen habe. Wir gehen nicht in den Park? Wir müssen es leider verschieben. Ich würde Sie jedoch gerne um einen Gefallen bitten. Könnten Sie einige Knoblauchbündel auf dem Markt besorgen? Bringen Sie sie her und hängen Sie sie nahe der Fenster auf. Nahe der Fenster? Ja, ich erkläre es Ihnen später. Bitte tun Sie mir dennoch den Gefallen. Sollte Sie ein Fremder besuchen und behaupten, meinetwegen oder wegen Jonathan hier zu sein, gewähren Sie ihm unter keinen Umständen Zutritt. Sie beunruhigen mich, Professor. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, alles in Ordnung, denke ich. Alles wird gut. Ich werde am Abend zurück sein und wir könnten gemeinsam speisen, falls ich dann noch am Leben bin. Das ist ja bestimmt sehr angenehm, der Frau zu sagen, falls ich noch am Leben bin. So, wir sind hier jetzt anscheinend bei dem Haus. Das ist der Friedhof, wir klopfen jetzt erstmal. Ne, wir gucken erstmal. Herrenhaus Godelny. Gut, hätten wir das erledigt. Ich kann übrigens mit Leertaste anzeigen lassen, wo ich hin kann. Herrenhaus Godelny. Ja. Wie kann ich helfen? Guten Tag. Mein Name ist Professor Ernesto Slavico Pete von der Fakultät für Agrarwissenschaften in New Hampstead. Ich habe erst vor kurzem meine Lehrtätigkeit aufgegeben und suche nun in London nach einem neuen, ruhigen Wohnsitz, der groß genug ist, um meinen umfangreichen Forschungsgeräten Platz zu bieten. Ihr Haus, oder besser gesagt, das Haus Ihres Arbeitgebers, entspricht genau meinen Vorstellungen. Werden Sie mich ihm vorstellen, damit wir ein mögliches Angebot aushandeln können? Der Meister ist nicht hier, hat er zu mir gesagt. Was hat er gesagt? Was? Was Ihr Meister zu Ihnen gesagt hat. Sicherlich, wie man Besucher während seiner Abwesenheit höflich empfängt und Ihnen den Weg in den Salon weist, um dort zu warten, richtig? Der Meister hat gesagt, ich soll die großen Fliegen zusammenhauen, weil sie hier herumschwirren und ihn beim Schlafen stören. Er hat sogar gesagt, ich kann sie essen, wenn ich will. Ihn beim Schlaf stören? Interessant. Ich muss einen Weg finden, um hineinzukommen. Ich glaube, ich muss nochmal bei den Einstellungen gucken, ob ich vielleicht die Sprachausgabe ein bisschen lauter mache. Mal so ganz dezent. So, was haben wir hier? Der Bloomsbury-Friedhof. Nicht besonders einladend. Ja, dummerweise müssen wir da jetzt aber rein. Der Bloomsbury-Friedhof. Ja. Nicht besonders einladend. Ich finde das ein bisschen doof, dass man das zuerst angucken kann und dann, wenn man reingeht, dann doch nochmal das gesagt wird. So, was haben wir hier? Geht. Was für ein Gestank. Okay. So, und hier? Abgeschlossen. Nein. Wirklich? Haben wir hier sonst noch was? Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Lass dir Zeit, Alter. Lass dir Zeit. So, was haben wir hier? Das ist ein gemarterter Engel. Ich gucke übrigens alles an, was geht, ne? Hübsche Blumen. Sie ähneln den Blumen, die ich bei Mina gesehen habe. Diese stammen jedoch wahrscheinlich von wilden Rosenstöcken. Was für ein Indiz! Ist hier sonst noch irgendwas? Glaub nicht. Was ist das? Auf diesem Friedhof befinden sich ziemlich beeindruckende Mausoleen. Richtige Häuser. Jo, geh mal weiter. Guck mal, was es hier noch so gibt. Lü. Jo. Dieselben Rosen wie gerade eben. Was gibt's hier? Auf diesem Friedhof befinden sich ziemlich beeindruckende Mausoleen. Ist okay. Musst du mir nicht nochmal sagen. Weiter geht's. Wenigstens ist es die Ruhe selbst. Das ist ein gemarterter Engel. Der hier scheint besonders gelitten zu haben. Ja, das tut uns jetzt aber leid, ne? Schon wieder. Dieselben Rosen wie gerade eben. Ja, Mai.
Da gibt's wohl irgendwo einen wilden Rosenstock, wo sich mehrere Leute bedienen. Ich meine, zu der Zeit damals werden die wohl kaum zu viel Geld für Rosen ausgegeben haben. Das ist ein gemarterter Engel. Schon wieder! Und hier? Dieser Verstorbene war bestimmt beim Militär. Oder er hat Schwerter gesammelt. Ja. So. Gehen wir weiter. Oh, hey. Darf ich das hier haben? Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Ich leih mir das mal aus, ne? So. Den Hammer darf ich nicht haben. Schade. Zwei Weinflaschen. Sie sind leer. Ich bezweifle, dass der Totengräber mir weiterhelfen kann. Wir werden aber trotzdem mit ihm reden. Einen schönen guten Tag, werter Herr. Ich würde gern einige Informationen zu dem Haus neben Ihrem eindrucksvollen... Keine Zeit, wie ein altes Weib herumzuschlattern, Mister. Ich muss ein Grab ausheben. Und das ist wirklich kein Zuckerschlecken, das können Sie mir glauben. Sie heben ein Grab aus? Benutzt man dafür nicht gewöhnlich eine Schaufel? Da haben Sie recht, Mister. Aber meine Schaufel liegt im Werkzeugschuppen und das Zahlenschloss ist kaputt. Diese verdammte Tür ist einfach nicht aufzukriegen. Aber ich bin eh schon fast fertig. Sir? Arbeiten Sie hier schon lange, Sir? Kann man wohl sagen. Ich rackere mich hier schon eine ganze Weile ab. Vorher war ich Teerkocher und habe an der Bar gearbeitet. Jetzt genieße ich von beiden Jobs die schönsten Seiten. Ich mache mich von morgens bis abends dreckig und die Kundschaft beschwert sich nicht über den Service. Gut, die Zahlenkombination. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer vorlesen muss, weil im Endeffekt sagt er ja auch seinen Käse dazu. Kennen Sie denn die Zahlenkombination für dieses Schloss nicht? Tja, zufällig hat der Boss das Schloss dahin gemacht. Es ist stabiler als das alte Schloss. Wegen der Kerle, die in letzter Zeit nachts auf dem Friedhof herumschleichen. Er hat mir die Kombination gesagt, aber... Lassen Sie mich raten, Sie haben sie vergessen. Mister, ich bin Totengräber und kein Schreiberling. Ich muss warten, bis der Boss zurückkommt und das Ding aufmacht. Ich nehme bis dahin die Hände. Wenn Sie sich zumindest an ein paar Zahlen erinnern könnten, würde ich das Schloss vielleicht aufbekommen. Hinter allen Kombinationen steckt eine gewisse Logik, meistens. Wohl eher nicht, Mister. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Warten Sie. Er hat gesagt, wenn ich die Zahlen vergesse, hilft mir vielleicht das Alter von J.B. Lemon und seiner Frau, die da in ihrer tollen Gruft liegen. Ha! Ein Scherzkeks, mein Boss. Und wo befindet sich diese Gruft? Bei der nördlichen Treppe gegenüber vom Eingang. Ich war noch nie dort, weil ich Besseres zu tun habe. Zum Beispiel, lassen wir das mal lieber. Hey, er hat noch gesagt, dass die Zahlen umgedreht werden müssen. Also damit aus der 6 eine 9 wird und aus einer 8, ach, wie auch immer. Gut. Gut, dann lasse ich Sie mal weiterarbeiten. In Ordnung, Mister. Schön. Dann wissen wir jetzt zumindest schon, wo wir die Zahlenkombination herkriegen. Also natürlich, ich habe das schon gespielt, ich weiß, wie es geht, auch wenn das jetzt schon wieder zwei Monate her ist. Also dieses Zahlenschloss hier, ne? Jetzt gehen wir mal hier lang. Gucken wir uns erstmal alles an. Zahlenschloss kann warten. Ich könnte nämlich hier runtergehen. So. Das ist ein gemarterter Engel. Der hier scheint besonders gelitten zu haben. Ach, der auch. Ja, wunderbar. So, wie war denn das hier? Ach Mensch. Ziemlich düster, diese Gruft. Mit den beiden Mönchen am Eingang. Gottes Willen. Dieses Tor scheint ziemlich robust zu sein. Ja. Und das ist so ziemlich das Einzige, was man darüber erfährt. Was sehr lustig ist, weil man muss sich wirklich alles aus der Nase rausziehen. Die Rätsel sind wirklich teilweise ziemlich hart. Gut,
Wir finden übrigens die Zahlenkombination hier. Mehr oder weniger. Die Gruft von J.B. Lemon. Ja. Ach, das ist so, jetzt brauchen wir nämlich die Hake. So. Ich weiß dummerweise nicht mehr, was genau wir von den Zahlen brauchen. Ja. So. Ich brauche mal hier Notizblock. Das brauchen wir nämlich in dem Spiel. Ist sehr vorteilhaft. So, wir haben hier 1703 bis 1772 und 1722 bis 1790. Ich glaube, man muss das Alter von beiden... Hatte der nicht gesagt, das Alter? Ach, verdammt. So, was haben wir hier? Das sind 69 Jahre von dem alten Typen und die hat 68 Jahre. Okay. Ich glaube, das wird uns helfen. Das müsste dann rein theoretisch, wenn man eine 69 und eine 68 hat und das dann umgedreht werden müsste, dann wäre das eine 96 und eine 98. Ich bin Gutter. Ich möchte gern wieder zurück. Ohne die Hake. Danke. Ich gehe hier lang. Da läuft der eh immer so langsam. Lululululu. Ja, lass dir ruhig Zeit, Kumpel. Hauptsache, mehr Menschen werden sterben. Abgeschlossen. Nein. Ich würde aber gern das Zahlenschloss. Abgeschlossen. Das ist nichts Neues, du. Das muss ich schon machen, dass ich hier... Abgeschlossen. Bist du sicher? Abgeschlossen. Naja, gut, wenn du meinst. Jetzt frage ich mich nur, wie ich da reinkommen soll. Ich würde ja... Ich will doch nur... Abgeschlossen. Ich weiß. Mensch. Habe ich irgendwas Sinnvolles hier? Streichhölzer. Na, wunderbar. Haben wir hier noch irgendwas? Berichte? Nähe? Und nur? Ja, Gucken wir mal, vielleicht finden wir doch noch irgendwas. Muss ich, nee, ich bin hier falsch, ich will eigentlich da lang. Muss ich jetzt nochmal mit dem Typen reden? Ach, das ist ja scheiße hier. Oje, oje. Würde mich mal interessieren, wie ich da rein soll, wenn es abgeschlossen ist. Hallo? Hilfe? Hilfe? Ich muss weitermachen. Ja. Sonst kann ich sehen, wo ich grabe. Öffnen des Geräteschuppens. Das habe ich ihn ja schon gefragt, aber ich frage nochmal. Wenn Sie sich zumindest an ein paar Zahlen erinnern. Mhm. Wohl eher nicht, Mister. Ja. Und wo befindet sich diese Gruft? Hey. Hm. Gut, dann. Ja, ja. Jetzt bin ich verwirrt. Dezent. Wahrscheinlich kann ich es erst öffnen, wenn er irgendwas an dem Mausoleum hier sieht. Das ist nämlich manchmal ein bisschen komisch gemacht, dass er seine Informationen erst bekommt, wenn ich irgendwo dezent draufhämmer. Mit der Maus? Ja, genau. Kannst du vielleicht hier... Oh, ich weiß, was das Problem ist. Ich kann es mir jedenfalls vorstellen. Moment, gleich hammer's. Gleich hammer's. Komm schon. Komm. Perfekt. Seht ihr? Jetzt kann ich die Inschrift lesen. Oh Mann. Oh. Die Daten und Namen auf dem Grab, die Long erwähnt hat, lauten John Bruce Lemon 1703 bis 1772 und Susie Lemon 1722 bis 1790. Das war genau das gleiche Problem, was ich schon mal hatte. Als ich es angespielt hatte. Ja, manchmal ist er ein bisschen schwer von Begriff. Manchmal sieht er so Sachen nicht, obwohl man sie selber schon sehen kann. Vielleicht sollte ich mir das merken.
Ja, jetzt können wir wenigstens die Tür öffnen. Finde ich ganz toll. Yay.